Hi Leute, willkommen im neuen Video. Diesmal sind wir zu dritt unterwegs im Donautal. Wir wandern jetzt Richtung Sigmaringen, das sind um die 50 Kilometer. Haben 17,5 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Da ist auch schon Verpflegung inbegriffen, also für uns ultra light, würde ich sagen. Und wir nehmen euch natürlich mit auf unsere Reise. Viel Spaß beim Video! Wir sind jetzt hier an einem Punkt angekommen, an dem ich vor einem Jahr circa schon mal war. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, das kann ich hier gerne mal einblenden. Ich versuche es zumindest mal. Und hier hat man eine richtig schöne Aussicht über das Donautal. Hier da hinten sieht man zum Beispiel eine Burg, eine Burgruine und eben dort vorne auch Felsen, wo ich auch schon drauf war. Also es ist eine sehr, sehr schöne Region. Wir werden jetzt noch ein kleines Stückchen weitergehen, also in eine Region vordringen, in der ich noch nicht vorher so war. Das heißt hinter Beuron. Und dann schauen wir mal, wie es da ungefähr aussieht. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Also ich bin wirklich verliebt in diese Region, weil einfach hier diese schönen Felsen so sind. Das hat man nicht alltäglich. Und diese Kalkfelsen, die bereiten uns auch ein Problem. Nämlich den Wasserbedarf können wir nicht so gut decken. Denn das ist alles Kalkgestein. Und Kalkgestein hat das Problem, dass das sehr wasserdurchlässig ist. Also viele Flüsse verlaufen hier unterirdisch. Und die Flussdichte ist hier wirklich sehr gering. Und da müssen wir dann eben gucken, das wird dann noch sehr abenteuerlich, wie wir eben an Wasser kommen. Denn das Wasser aus der Donau würde ich nicht unbedingt gerne trinken wollen, weil das eben schon durch viele Siedlungen fließt. Also das wird sehr spannend und da müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen, aber ich denke, das werden wir auch bekommen. Und wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Wir sind jetzt hier auf dem Knopfmacherfelsen angelangt. Das sind ca. 765 Meter über Meeresspiegel. Dort hinten haben wir das Kloster Beuron und das wird auch unsere Strecke sein dahin. Wir werden jetzt über diese Felsen nach hinten hinwandern. Dann haben wir hier vorne noch das Schloss Bronn und unten das Jägerhaus. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Der Jonas mag dann vielleicht einmal eben kurz ein bisschen rumfilmen. Und dann seht ihr das auch. Da hinten sind wir hergekommen. Also wir haben jetzt schon einiges an Kilometern geschafft und dann geht es jetzt gleich weiter.
Ja, wir haben jetzt die Burg erreicht und jetzt sind wir hier schön in der Burgschenke. Wir haben uns auch eben kurz was gegönnt. Jetzt essen wir noch schön Pizza und dann suchen wir gleich unseren Schlafplatz. Schauen wir mal. Und dann werden wir, denke ich, morgen einen schönen Sonnenuntergang haben. Zum Lageraufbau nehme ich euch natürlich nicht mit, weil das wird jetzt im Dunkeln passieren. Da könnt ihr nicht viel erkennen. Das werde ich dann die Tage vielleicht mal machen, dass ihr dann seht, womit wir unterwegs sind. Oder eben morgen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Gut. Ja, guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt hier in der Burg, in so einer kleinen Holzburg, so eine Spielburg. Wir haben diese Burg ein bisschen belagert, haben hier unser kleines Setup aufgebaut. Hier oben ist der Julian mit seiner Hängematte drin. Und jetzt kommt ihr mir mal entgegen. Dann komme ich nämlich mal nach unten zu unserem Platz. Wir hatten so Temperaturen im einstelligen Bereich, würde ich sagen. Also es war ein bisschen frisch, aber mit dem Setup ging es eigentlich ganz gut. Ja, hier liegt noch ein bisschen Unordnung alles drin, ne? Mein Rucksack mit Kopflampe. Hier die Vaseline, damit man sich schön die Füße einschmieren kann, dass die schön im Schuh rutschen und keine Blasen entstehen. So habe ich da immer ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Hier habe ich wieder mein Feldjuken, das ist so eine Art Biwaksack-Poncho, also so ein Alleskönner. Dann habe ich hier mein Defense 4, darunter die Savotta Isomatte und da hinten noch Kopfkissen, habe ich auch noch Jacke reingesteckt, dass das dann schön weich ist. Ne? Die Feldflasche habe ich dann auch mit nachts mal gebraucht, als ich mal Durst hatte. Und ja, jetzt bauen wir kurz wieder ab. Das zeige ich euch dann auch nochmal im Zeitraffer. Und dann würde ich sagen, geht's gleich wieder los.
Ja, wir hatten jetzt gerade eine ganz, ganz schöne Aussicht auf den Bischofsfelsen. Das war ziemlich schön, dann durchs Donautal zu schauen. Wir konnten auch ein kleines Schloss sehen und haben jetzt auch schon unsere weitere Route geplant. Jetzt werden wir erstmal wieder einen kleinen Abstieg machen. Das sehen wir auch hier. Wir haben hier einen anscheinend steilen Abstieg. Da bin ich mal sehr gespannt, was uns da entgegenkommen wird. Dann werden wir durch so ein kleines Dorf gehen und dann werden wir eben auf die andere Seite des Donautals wieder hochgehen und da werden wir dann erstmal heute bleiben und dann unsere weitere Reise nach Sigmaringen antreten. Sigmaringen werden wir, denke ich, morgen erreichen. Heute wollen wir noch entspannt ein bisschen wandern, gucken dann nach ein paar schönen Orten, wo wir dann verweilen können. Mittagessen müssen wir natürlich auch noch. Das wird dann auch noch auf der anderen Seite gemacht. Jetzt steigen wir erstmal ab.